Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Far Cry Nummer 6. Es geht weiter bis zur nächsten Hauptmission. Wir wollen schon seit ein paar Folgen hierher zu Beecho nämlich. Da hat sich alleine auf den Weg gemacht, um Bembe zu finden. Bembe, der ja Paolo verkauft hat, er wollte ja vom internationalen Flughafen hier in Normandarmas fliehen. Da waren wir auch, haben Bembe getroffen und der hat gesagt, er hat ihn irgendwohin verkauft an irgendeinen Soldaten. Ja, und dann sind wir hier in Barrial aufgewacht, bei den Hotels hier unten, haben ihn dann schlussendlich auch gefunden, wurden dann aber selbst vom verrückten Doktor, vom Erfinder von Biovida, vom Erfinder von dem Medikament, vom Erfinder, hier oben steht es ja nochmal, vom Erfinder von Viviro und dem Gift PG-240, wurden wir dann auch außer Gefecht gesetzt, konnten uns dann zum Glück noch irgendwie nach oben retten, nach Ruben zum Hospiz San Rafael, ja. Das war kurz vorm Zerfall Maximus Matanzas und uns hat es auch ordentlich mitgenommen. Aber wir haben zum Glück alles überlebt, haben uns hier in der letzten Folge bzw. in den letzten Folgen ein bisschen umsehen können und sind jetzt hier unten angekommen bei der Zuckermühle Dulce. Das militärische Ziel haben wir eingenommen in der letzten Folge und ich würde ganz gerne jetzt hier mal eine kleine Verbindung schaffen zwischen diesem Gebiet und Novantarmas, zwischen dem Gebiet, das wir schon kennen. Das heißt, wir gehen mal da hinunter und dann würde ich mal sagen, folgen wir mal der Straße einfach bis hier nach vorne, holen uns vielleicht mal die Libertad-Kiste hier drüben und wechseln dann aber mal die Seite und gehen auf den Libertad-Pfad da nach hinten. Dann können wir nämlich auf dem Pfad hier direkt die Libertad-Kiste mitnehmen, die da vorne ist. Das finde ich gut. Dann nehmen wir das quasi mit. Können vielleicht mal einen Sprung beim Versteck vorbeischauen, obwohl es da wahrscheinlich für uns eh nichts mehr zu tun gibt. Aber dann können wir einfach easy cheesy hier oben dann eine schnelle Reise hinmachen. Aber dann haben wir zumindest mal eine schöne Strecke freigeschalten von Barrial, von diesem Gebiet hier drüben, bis nach Normandarmas, bis zu unserem Zuhause, bis zu dem Gebiet, das wir kennen. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Ich glaube, das ist ein sehr guter Plan. Wir haben mal eine Markierung hier hin. Oh. Achso, das ist ein Radio. Ich dachte, da steht Metall rum. Hoppla. Hier, Fahrzeug ist gut. Gut, dass wir hier stehen. Ich brauche ein Fahrzeug. Vielleicht nicht unbedingt den Panzer, aber eher sowas Kleines, Unauffälliges. Wir könnten aber theoretisch vielleicht auch das Quad nehmen. Wir fahren ja dann ziemlich Offroad. Dann nehmen wir mal das hier. Vielleicht müssen wir uns sowieso noch ein anderes Fahrzeug zulegen. Mal gucken, wo der Libertad-Pfad überhaupt zu finden sein wird. Achtung! Fast über den Haufen gefahren. So, dann gucken wir mal. Die erste Kiste, die erste Libertad-Kiste. Dann holen wir uns noch eine zweite und dann haben wir eine schöne Verbindung von Barrial bis nach Novantarmas und können dann, falls wir die ein oder andere Mission mal wieder haben sollten, in Barrial dort gleich mal von A nach B kommen, ohne irgendwo langfahren zu müssen, wo wir uns noch nicht auskennen. Das war eigentlich so der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, wir wollen mal eine Verbindung haben zwischen Barrial und Novantarmas, falls wir irgendwann mal wieder eine Mission in Barrial bekommen sollten. Und das wird vermutlich in der nahen Zukunft soweit sein, denn der Dr. Edgar Reyes, der Erfinder, wir haben es gerade gelesen, von Viviro und von PG-240, dem absolut natürlichen Düngemittel natürlich, der ist dort. Der ist in Barrial. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir den noch das eine oder andere Mal treffen werden dort drüben. Au. Okay. Oh, guck mal. Das ist so ein Gebetsschrein. Barsch-Angelgebiet ist auch schön. Aber das wollte ich holen. Der Arme, der betet hier und ich klaue mir wieder alles. Wie immer. So, dann gucken wir mal auf die Karte. Wo müssen wir denn jetzt hier lang? Wir könnten unter dem durchfahren. Das wäre theoretisch auch eine Möglichkeit. Dann folgen wir halt nicht dem Libertad-Pfad, sondern fahren mit dem Jetski hier einfach mal den Fluss entlang. Guck mal, da würden wir auch irgendwie hoffentlich da drüben dann rauskommen. Bis zu der Kiste will ich. So. Funktioniert. Na, schauen wir mal. Hoppla. So, ich hoffe, das Ganze, was ich jetzt hier tue, gerade ist richtig. Das sieht auf jeden Fall nicht so falsch aus, muss ich zugeben. So, da drüben ist der Libertad-Pfad. Schön. Da geht's ja gar nicht weiter. Warte mal, hier müssen wir weiter. Und da geht's überall nicht weiter. Das war's schon. Hier ist Ende im Gelände. Mehr gibt's hier nicht zu finden. Ist ja schade. Okay.
Na, wären wir doch einfach mal den Libertad-Pfad nachgegangen, dann wären wir jetzt vielleicht schon dort, wo wir hinwollen. Was ist hier, eine Straße? Nee, ich möchte da vorne hin, ich möchte die Kiste mitnehmen. Dann laufen wir einfach mal hier querfeldein, ist auch okay. Werde ich mich nicht beschweren, ich habe ja gerade selber gesagt, wir nehmen lieber das Jetski. Ich habe gedacht, der Fluss geht vielleicht noch ein bisschen weiter. Natürlich nicht unbedingt direkt neben dem Libertad-Pfad, das war mir klar. Aber dass der noch ein bisschen weiter ins Landesinnere hineinführt, bis nach Noventamas. Falsch gedacht. Aber macht da nichts. Wir sind trotzdem hier. Da haben wir den Pfad. Und da vorne haben wir die Kiste. Anscheinend irgendwo ein bisschen weiter unten. Okay, aber wir haben hier schon mal wieder einen Kletterhaken. Das heißt, da können wir uns einfach reinhaken. Ah, hier sind wir wieder. Guck mal. Da sind wir, wo die immer noch die Felder abfackeln, um dort ein paar weitere Felder, beziehungsweise die Felder abfackeln, kann man gar nicht sagen, die Grise abfackeln, um weitere Felder für den Anbau zu erhalten, für den Anbau von Zuckerrohr. So. Einmal, zweimal. Sehr schön, mehr gibt's hier nicht. Einmal so Primokleber und mal ganz kurz auf die Karte gucken. Da vorne wäre auch eine Libertad-Kiste. Sollen wir uns die vielleicht auch mal holen? Holen wir uns die vielleicht auch mal, oder? Und dann gehen wir hier weiter. Dann werden wir irgendwann mal später diesen Teil hier noch aufdecken, würde ich sagen. Da oben haben wir ja auch noch ein bisschen was. Das ist aber schon fast das andere Gebiet, das Nachbargebiet da hinten. Hier müssen wir auf jeden Fall nochmal hin. Das gehört zu uns. Aber vielleicht haben wir ja da hinten auch mal eine Mission. Keine Ahnung. Hallo Grafikbug. Das hat ja gut funktioniert. Ich habe mir gedacht, da können wir jetzt voll gut mit unserem Nicht-Jetski. Wie heißt das denn jetzt? Wie heißt das denn jetzt? Wingsuit. Genau, Wingsuit heißt er. Da ist mir der Name wieder eingefallen. Mit dem Wingsuit. Dachte, wir können da jetzt super duper. Von diesen Plantagen lässt es sich gut kundschaften. Na, wir brauchen nichts kundschaften. Wir kennen hier alles. Also fast alles. Ein bisschen brauchen wir noch. Zuckerplantage Ramos ist das hier. Mhm. Ist das doch nicht das Gebiet, wo wir damals waren? Ich glaube nicht, aber da haben die anscheinend dann mehrere Gebiete, wo die Sachen alle abfackeln. Hier drüben, das war das Gebiet, wo die alles abgefackelt haben. Bei Valle de los Sabios, Ruinen von El Cacique. Genau. Das waren die Gebiete, wo die alles abfackeln. Und da drüben geht es anscheinend weiter. Eieieiei. Da oben haben wir unsere Kiste. Ich lasse den einen mal da ein bisschen weitermachen. Bringt ja eh nichts, wenn wir den dran hindern. Da spawnt ja sowieso gleich der Nächste. Wie kommen wir denn da rauf? Müssen wir vielleicht da oben irgendwie runterspringen und hier landen? Kann das sein? Was ist denn da los? Kann das sein, dass es vielleicht so zu holen ist? Weil ich wüsste sonst nicht, wie wir hier raufkommen sollen. Das ist doch ein bisschen hoch. Für einen Sprung wird das definitiv nicht ausreichen. Ein kleiner Streuner. Zumindest gibt es hier ein bisschen was zum Sammeln. Das finde ich gut. Da kann ich meine Sammelwut mal wieder stillen. Ein bisschen. Zumindest vorerst. So, da ist nichts mehr. So ein altes Riesenzahnrad. Aber das war's dann auch. Na gut, dann versuchen wir es mal. Gehen wir mal hinauf in den Ruinenturm. Und schau mal. Vielleicht ist ja das des Rätsels Lösung. Das war von hier. Irgendwie. Wo war denn das jetzt? Hier. Nach da drüben springen. Weiter hinauf geht's nicht. Wir sind schon oben angekommen. Zum Lesen gibt's ja auch nichts. Kein Hinweis oder so. Nee. Na, probieren wir's mal. Und das funktioniert tadellos. Sehr schön. War das der gerade? Ich glaube ja. Was haben wir da für ein Fanta? Ja, ist irgendein anderes Getränk. Ananas. Was steht da? Chorobuja. Ein paar Schüsse sind ja auch noch. Ein paar Patronenhülsen. Wahrscheinlich hat da irgendjemand mal geballert. Was habt ihr hier vor? Warum brennt ihr das alles nieder? Nur für die Felder? Nur fürs Zuckerrohr? Die Rumfabrik ist ja eh schon lange kaputt. Was wollen die denn mit dem noch? Das war ja damals in der Rumfabrik sehr gefragt. Warum auch immer, habe ich mich immer noch nicht informiert, ob man Zuckerrohr für die Rumherstellung braucht. So, ich gehe mal nur ein ganz kleines wenig ein bisschen in diese Richtung, damit wir das kleine Stück hier noch aufdecken bis zur Hauptstraße. Und dann schauen wir mal, dass wir eine Schnellreise machen, irgendwo zur nächsten Mission, irgendwo Richtung Bicho. Oh je.
Na komm, weißt du was? Wir haben schon lange nicht mehr so einen Konvoi mitgenommen. Da können wir ruhig mal wieder anfangen. So. Sind zwar nur 30 Metall, hätten wir wahrscheinlich viel mehr bekommen können, wenn wir mit dem möglicherweise in irgendeine Basis gefahren wären. Gut, die nächste Basis wäre hier gewesen. Na wurscht, 30 Metall ist eh schon viel zu viel, wir brauchen ja gar keins, also von dem her alles in Ordnung. Okay, da oben soll wir hin. Die Intervention, Beecher hat den Verstand verloren und ist allein beim B suchen gegangen. Finde ihn, bevor er dabei drauf geht. Das ist das Ziel, das ist die Mission, die wir derzeit haben. Und ich würde mal sagen, wenn wir hier beim Kontrollpunkt Jardines Celestiales einen Absprung starten, dann haben wir vielleicht Glück und können direkt dort drüben irgendwo in der Nähe landen. Mal schauen. Das heißt, jetzt direkt mal den Wingsuit auspacken, damit wir gleich in die richtige Richtung losstarten können. Das ist das Ziel. Wir wissen ja, wo wir hinfliegen müssen. Wir waren ja schon des Öfteren dort. So, das ist genau hinter uns. Okay. Und da hinten haben wir die Großstadt. Da hinten haben wir Esperanza, die Hauptstadt von Yara. Und man sieht natürlich die große Turm, die große Skyline, den großen Turm. So, lieber mal öffnen, bevor wir da gleich auf den Boden aufklatschen. Aber das wird noch eine Weile dauern, bis wir uns dort wiederfinden werden in Esperanza. Ich kann mir gut vorstellen, dass es dort dann zum kompletten Showdown kommt. Zwischen uns und Anton Castillo möglicherweise. Aber das wird noch in der Ferne liegen, diese Mission. Bicho? Ist er hier? Bicho! Verrückter Hund. Wo bist du? Es sind auf jeden Fall ein paar Zettel hier zu finden. Mal gucken, ob wir die schon mal gelesen haben. Schlecht geschriebener Tagebucheintrag, das kennen wir. Er ist nicht hier. Vielleicht finde ich irgendwas, das mir verrät, wo er hin wollte. Und kennen wir das hier? Nachricht mit Giftsymbol-Kritzeleien? Ich glaube, das kennen wir sogar auch schon. Im Suchgebiet. Das Bild hängt schief. Ich dachte gerade, das ist das Suchgebiet. Wer lebt denn so? Ah. No a la Diktatura. Sagt Nein zur Diktatur. Der Fernseher läuft. Die Uhr nicht mehr so. Die tickt zwar noch, aber funktioniert irgendwie nicht mehr. Da haben wir ein Vorrang-Geben-Schild. Hä? Baseball? Baseball, Baseball, Baseball. War anscheinend ein großer Fan von diesen, von Fonseca. Ein paar Radios, Funkgeräte. Hier Radio Libertad. Und da das Ding, was wir lesen können. Aber ist trotzdem halbwegs aufgeräumt. Also da kann man nichts sagen. Er hat jetzt sogar ein paar Fahndungsplakate aufgehängt. Guck mal eine an. Na, lesen wir mal, ob wir da was rausfinden können. Mal schauen. In der Mitte zerrissener Brief. Bicho, ich hab's für dich getan. Wuhu. Wir müssen zusammenhalten in diesem verkorksten Land. Du fragst mich nach Naktare? Das hat mich überrascht. Aber ich hab sie für dich besorgt und auch noch genug Kugeln, um dich berühmt zu machen. Hier ist der andere Teil des Gefallens. Beim B spielt mit allen, besonders mit der FND. Du findest ein saftiges Stück seines Spiels bei Lescano, Rodeos und Auktionen. Also kauft Beim B Waffen vom Militär. Die Übergabe fand offenbar beim Rodeo statt. Durchsuche El Rancho Bicho. Bicho ist Beim B suchen gegangen und verschwand dabei. Schau mich zuerst bei Bicho zu Hause um. Huch. Überall hat der seine Finger drin. Der Beim B. Okay, mal gucken, ob wir da draußen vielleicht noch was finden können. Da wäre die Werkbank. Die sagt uns aber bestimmt nichts. Ein paar Kritzeleien. Muerta Castillo. Vielleicht ist er der Schöpfer von diesen Kritzeleien, von diesen Graffiti. Die haben wir ja schon ziemlich oft gesehen eigentlich. Da hinten? Nee. Ah, da ist ja eh die Markierung hier drauf. Na dann ist ja einfach. Zweite Hälfte eines Briefs. Das andere Stück? Beim B schöpft sein Viviro direkt an der Fabrik ab. Er lässt sogar die Arbeiter die Laster für ihn packen. Willst du dich mit ihm anlegen? Er hat einen Typen in der Fabrik in Noventamas. Ich würde mich dir nie in den Weg stellen. Nicht nach der Scheiße, die du für mich durchgezogen hast. Aber egal, was auch immer du vorhast, lass es, sagt Pepe.
Und ein bisschen Vivido nimmst du auch noch mit, was, Bembe? Das Lager sollte ich mir mal ansehen. Ich sag ja, der hat überall seine Drecksgriffeln. Wenn ich Bembe finde, im Spiel. Bin ich Bicho. Bitte sei noch am Leben, nicht so sehr. Okay, durchsuche Lescano, Rodeos und Auktionen. Oi, Paolo. Ich glaube, Bicho hat was Blödes gemacht. Was hat er diesmal angestellt? Er will sich Bembe holen. Dieser verdammte Idiot. Keine Sorge. Ich finde ihn, bevor er sich sein eigenes Grab schaufelt. Bitte beeil dich. Bicho hat keine Chance gegen einen wie Bembe. Eieieiei, der wollte die Maximas Matanzas vor dem Zerfall retten, hat alles gegeben, was in seiner Macht stand, hat gedacht, jetzt ist das Ende nahe, gerade hat alles noch ganz gut funktioniert. Er hat seinen eigenen Radiosender und plötzlich, einen Tag später, zerbrechen die Maximas Matanzas. Dann haben sie es irgendwie noch alle geschafft, hier quasi zusammenzuhalten. Und jetzt hat er sich gedacht, so, und damit das Ganze nicht ein zweites Mal passiert, holt er sich Bembe und macht einen Schlussstrich unter der Sache. Aber da hat er sich wohl ein bisschen übernommen, muss ich zugeben. Hier wollen wir hin, da ist die Intervention beim FND-Depot. Gott sei Dank irgendwo dort, wo wir noch nicht waren bisher. Und auch der zweite Punkt ist irgendwo dort, wo wir noch nicht waren. Das heißt, wir können jetzt einfach mal hier drüben hinreisen, mal gucken, was wir da so alles aufdecken können in der Zwischenzeit. Wir holen uns natürlich das FND-Depot, gucken uns an, was wir hier so finden können und schauen mal, ob wir vielleicht hier über Bahia Guillermo Castillo beim Flughafen vorbei möglicherweise da nach oben kommen. Das wäre dann die andere Wahl, der andere Plan. Mal gucken. Jetzt erstmal hier nach hinten und mal schauen, ob wir ihn dort vielleicht sogar finden können. Wir haben unser Quad hier. Ach ja, der Bembe, der Alte. Auch wir haben natürlich schon die eine oder andere Mission damals für ihn ausgeführt, damit wir unsere Schulden begleichen. Beziehungsweise eigentlich ja nicht unsere Schulden, sondern damit wir die Schulden von Paolo begleichen. Aber jetzt steckt anscheinend auch Bicho ziemlich tief drin in der Sache und versucht eben dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Und irgendwie kann ich mir vorstellen, dass das nicht so funktionieren wird, wie er sich das vielleicht wünschen würde. Wir müssen da abbiegen, darin die Kühe über die Straße. Frag mich nicht, ich weiß es nicht, was da abgeht. So, da sind wir auch schon. Mal gucken, was das jetzt hier für ein Standort ist. Entweder die Verarbeitungsanlage oder es sind die Rodeos. Lescano, Rodeos und Auktionen. Ja, bei den Auktionen ist der Bembe sicherlich nicht weit entfernt. Da sind wir. Ich sehe hier vorne auf jeden Fall schon mal einen blauen Punkt. Das heißt, irgendjemand von uns ist hier im Suchgebiet. Vielleicht sind wir hier sogar richtig. Kann ja sein. Wir haben tote Soldaten hier. Ursprünglich wahrscheinlich mal ein Baseballfeld gewesen. Die gibt's ja öfter hier in Yara. Ich sehe hier zahlreiche tote Soldaten. Ist der nackt? Der ist nackt. Nee, hat einen Leiberl an. Okay. Na gut, solange die mir nichts tun, tue ich denen mal auch nichts. Was ist da drüben? Wer ist da? Sehen wir gar nicht. Vielleicht ist es ja der, den wir suchen. Vielleicht ist es ja Bembe oder Bicho. Da läutet ein Telefon. Hörst du das? Da drüben läutet ein Telefon. Oh. Dreht gerade doch ein bisschen durch, der eine. Ich möchte da gar nicht reingehen. Ich hoffe, dort gibt es nichts zu finden. Scheiße, jetzt hat er den Zaun kaputt gemacht. Da wäre das. Da spielt Jazz. Der hat gerade den Zaun demoliert. Da sind vier aggressive Viecher drin. Na, da kommt uns der Reiter ja genau gelegen. Ah, guck mal. Zuckerrohr haben wir hier. Zuckerrohr, Heu und so weiter und so fort. Ehemaliges Baseballstadion, vermute ich mal. Aber hier liegt eine Leiche über der anderen. Na, mal gucken. Sogar hier liegen Leichen rum. Sieht aus, als wäre ein Deal geplatzt. Aber so richtig. Aber irgendein Handy läutet da doch. Wetteinsätze. Yabi 400 auf den Kapitän, Luisa 400 auf Bembe und ich 400, dass der Deal schief geht. Bonus 250 Dollar, wenn der Deal läuft, aber die Bullen wen töten. Hier muss die Hölle los gewesen sein. Die haben da irgendwelche Wetten angefangen.
Guck mal, da ist Wein. Wahrscheinlich die Soldaten mit Bambi. Wer das Ganze überlebt. Man sieht hier Leichen. Wahrscheinlich haben sie ein paar Zivilisten auch mitgenommen. Und man sieht aber genauso die Leichen von den Soldaten. Also wahrscheinlich, als das Ganze dann ausgeartet ist, haben die versucht einzugreifen. Wie geht's so? Jetzt stirbt ihr auf einmal? Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Die ganze Zeit war die hier? Dann sagen wir, wie geht's so? Und die verreckt einfach? Hat jetzt einen Herzinfarkt bekommen oder wie? Hä? Die hat die ganze Zeit da oben gehustet. Dann kommen wir ums Eck. Hallo, wie geht's denn so? Und sie ist tot. Was haben wir da denn? L'estado de precios de materiales de la construcción para atención a los damnificados de Yara. Was? Arena natural, arena artificial. Was ist das hier? Irgendeine Liste von irgendwelchen Gütern? Sehr mysteriös. Ich glaube, wir müssen die Leute hier durchsuchen. Ito hat die Stiere auf alle losgelassen. Was für eine Art zu sterben. Lieber auf Abstand. Ja, ich glaube, das wird nicht so funktionieren, lieber auf Abstand. Wir müssen hier nämlich... die sind jetzt ganz feindlich eingestellt gegenüber uns. Ich glaube, wir müssen hier nämlich das Handy suchen. Okay. Na, wenigstens kommt die hier nicht rauf. Oh, funktioniert mit dem Wurfmesser. Cool. Möchte ich zwar eigentlich nicht. Das sind schöne Tiere. Na, vielleicht schaffen wir es ja, dass die irgendwie hier abziehen von uns. Ne, der eine greift schon wieder an. Wo kommt der denn her? Komm, zieh mal lieber Leine hier. Ach ja, Mann. Ich will euch doch nicht töten. Jetzt haben wir hier vier getötet. Alle mit einem Wurfmesser. Ach, die Armen. Ich will das doch nicht. Ich will das doch nicht. Das war ja nicht mein Plan. Aber warum greifen die mich denn an? Ich bin doch so friedlich mit fünf Waffen. Da läutet das Telefon. Da ist auch ein Brief. Können wir die denn bitte schön lesen? So? Ah, hat tatsächlich funktioniert. Kurze schriftliche Anweisung. Die Übergabe ist Freitag beim Rodeo. Ich traue dem nicht über den Weg. Der Typ ist eine falsche Schlange. Wir haben zu einem abgefuckten Schuppen bei den kolonialen Anwesen verfolgt. Offenbar gehört das seiner Familie. Ich habe Rodriguez gebeten, den Ort zu umstellen, für den Fall, dass er das abziehen will. MB hat Panik gekriegt und seinen Käufer umgelegt. Vito muss ihm gefolgt sein. Paolo, der kleine Irre hat eines von Bembes Schwarzmarktgeschäften sabotiert. Er hat die Bullen bei so einem Rodeo losgelassen. Ripinga, er spielt mit seinem Leben. Ich sorge dafür, dass ihm nichts passiert. Na, das ist, glaube ich, leichter gesagt als getan. Das wissen wir ja nicht, wo der mittlerweile jetzt schon ist. Und das alles hier ist Bambis Werk? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich glaube, das ist irgendwann mal ausgeartet und dann ging es eben hier drunter und drüber und es sind eben auch zahlreiche Soldaten verletzt worden, beziehungsweise getötet worden. Eieieiei. Im Rodeo? Na, das werden manche so schnell nicht vergessen, vor allem, weil sie Itrut sind. Gut, da gibt es sonst, glaube ich, eh nichts mehr. Am besten war ja immer noch die da drüben. Hustet, hustet, hustet. Wir kommen ums Eck. Hallo, wie geht's denn? Zack, tot. Keine Ahnung. Cana de Oro. So, mal gucken, ob es da drüben noch was gibt. Es gibt hier auf jeden Fall ein paar LKWs. Da könnten wir uns vielleicht mal umschauen. Ob dort noch was rumliegt. Dann haben wir... Ich will gar nicht wissen, was da schon wieder abgeht. Jetzt haben wir gerade die Bullen getötet und jetzt dreht das Pferd durch. So, zumindest hier gibt es noch ein bisschen was. Mal gucken, wie es hier aussieht. Wo sind wir denn da bitte schön überhaupt? Da hinten geht es noch ein bisschen weiter. Da gibt es eine Cafeteria mit einem Hotdog oder Kaffee oder Pizza. Der kleine Eingangsbereich.
Na, es gibt zumindest ein bisschen was zum Mitnehmen. Da können wir ja mal ruhig schauen. Pizza zum Mitnehmen gibt's hier. Wo war denn das zweite gerade? War da nicht gerade noch ein zweiter Punkt? Oder bin ich jetzt schon ganz doof? Da ist nichts mehr. Ah. Oh, da ist nur noch einer. Wo kommt denn der auf einmal her? Ich finde es übrigens sehr gut, dass wir die mit dem Wurfmesser einfach auslöschen können. Ohne grobere Schwierigkeiten. Baseballhandschuhe kann man hier mitnehmen. Und Medizin für die Verletzten. Das sind wunderschöne Tiere und arme Tiere. Guck mal, man sieht sogar die Eier da unten rumhängen. Aber wenn uns die angreifen, haben wir leider keine andere Wahl, als zurückzuschießen. Also zurückzuschlagen, muss man ja eher sagen. Und selbst hier sind die Soldaten verreckt. Das ist anscheinend jetzt aber schon eine ganze Weile her und trotzdem ist noch niemand auf die Idee gekommen, hier mal vorbeizuschauen, ob es denen da gut geht oder so. Vermisst anscheinend niemand. So, gibt's da noch was? Ein leckeres Fleisch gibt's hier, ein paar Karotten gibt's hier. Das sieht nicht mehr so gut aus. Irgendwelche Hummer wahrscheinlich. Und da oben haben wir noch die goldene Kuh. Wer auch immer das sein mag, vielleicht steht's ja hier. La Vista Esplendida. La Vassa Esplendida, bekannt für ihre Schönheit und Großzügigkeit, war ein Tier, das alle anderen Tiere von Jahre an Größe und Treue überragte. Dieses von Anton Castillo höchst wertgeschätzte mythische Wesen konnte während einer Hungersnot genug jaranische Milch geben, um eine ganze Garnison zu ernähren. Hier wird La Vassa Esplendida nun für die Nachwelt aufbewahrt, nachdem sie ihr Leben für die Sache der wahren Jarana gegeben hatte. Bist du bereit, dasselbe zu tun? Der war anscheinend bereit, der ist hier ausgeblutet. Und das ist hier, die Glückskuh. Ach, guck mal, man sieht hier sogar die Milchkanne, die sie gefüllt hat. Sieht jetzt aus wie jede andere Kuh, also muss ich jetzt zugeben, ist jetzt nicht unbedingt was Besonderes, aber ich kenne mich da ja nicht aus. Die Schleife, die macht sie besonders, die da drüben steht. Und was ist das hier? Für ein Stift? Sehr mysteriös. Keine Ahnung, was der hier zu suchen hat. Na gut, ich glaube, im Großen und Ganzen haben wir ja alles durchsucht. Beim Rodeo und bei den Auktionen. Dann gucken wir mal, wo die zweite Stelle war. Da mussten wir jetzt einmal hier die Strecke weiterfahren. Dann bei Bahia Guillermo Castillo vorbei. Da kann man das FND-Depot mitnehmen. Und ich würde sagen, auch gleich mal den Hinterhalt starten. Und dann folgen wir einfach mal der Straße nach da oben. Beziehungsweise wir können eigentlich auch dieser Straße hier folgen. Dann würden wir da gleich mal wieder alles aufdecken, was hier noch so übrig bleibt. Und fahren dann da vorne hinüber. Ich glaube, das ist ein besserer Plan. Machen wir das mal. Holen wir uns mal den Hinterhalt da hinten. Wir haben ja ein paar Fahrzeuge da drüben stehen. Da können wir uns ruhig mal eins ausbauen bestimmt. Es ist ja keiner mehr da, der das benutzen könnte. Die sind ja alle tot. So. Hoppla. Das war nicht mein Plan. Okay. Und dann gucken wir mal. Sind ja nur 300 Meter. Ich vermute mal, es wird wieder ein ziemlich leichter Hinterhalt. Wir hatten ja noch nie große Probleme mit den Hinterhalten. Das hat ja immer relativ easy funktioniert. Es wird böse enden, wenn ich den Guerrilleros nicht unter die Arme greife. So, das ist die, wie hieß das jetzt hier? Die Fleischverarbeitung Gran Cielo. Okay. So, was ist mit dem da passiert? Hat der einen Platten oder so? Nee, der fährt eh schon weiter. Okay, den Guerrilleros sollen wir unter die Arme greifen. Na, mal gucken, wer überhaupt so sein Unwesen treibt. Hier muss ich gut aufpassen. Vorsicht vor den Flammen. Ah, da haben wir ja gleich mal drei. KSK-Zementanlage. Wo ist die denn jetzt auf einmal wieder? Da hinten. Okay. Das wollte ich jetzt zwar nicht entdecken, aber auch okay. So, aber das waren bei weitem noch nicht alle. Da sind noch ein paar. Minimum zwei oder drei. Und die sind auch alle auf so einem engen Radius, dass wir die, glaube ich, nicht wirklich einer nach dem anderen ausschalten können. Das weiß nämlich dann der andere. Nein, keine. Das ist der Offizier. Es war voller Obst. Kistenweise Obst. Ein Obst? Das Ziel ist hier irgendwo. Findet es. Sanitäter. Wo ist denn der? Da oben? Nee.
meine, der hat das natürlich mitbekommen. Oh, das wollte ich gar nicht. Dass alle ihre Kollegen gerade tot sind. Aber wo ist die denn bitte? Wie kam ich die denn... Ah, hier oben! Heimtückisch. Wollte gerade sagen, wie kam ich die denn bitte schön entdecken hier die ganze Zeit? Na, da musst du erstmal kommen auf diesen Versteckplatz da oben. Heieieiei. So, na gut, dann latschen wir mal ganz kurz über die Leichen drauf. Ein bisschen was gibt es ja trotzdem noch zu mitnehmen. Es gibt auch hier ein bisschen was zu mitnehmen. Sehr schön, sehr schön. Und da kommen jetzt unsere Kompagnons, unsere Kollegen. Hätten da ruhig schon mal angreifen können. Aber naja, ihr wisst ja genau, wie so ein Hinterhalt läuft. Die warten auf uns. Wir schießen alle nieder. Und dann sollte es das gewesen sein. Okay, da brennt es mittlerweile schon. Codename Kontinga. Einmal Schießpulver. So, ein bisschen Kleber. Ein schöner Bagger. Na gut, gucken wir mal, was wir da noch so mitnehmen können. Vielleicht liegt da oben noch was. Mal schauen. Und dann schauen wir mal, wie wir weiterkommen zum nächsten Gebiet. Und das müsste dann ja das sein, wo wir dann den B auch wirklich treffen werden. So, da ist nichts. Ein bisschen was, das wir nicht lesen können, leider Gottes. Oh. Vorübergehende Schließung der Fleischfabrik. Hunderte von Angestellten sind wegen der vorübergehenden Schließung einer örtlichen Fleischfabrik bis auf Weiteres ohne Arbeit. Grund ist ein Mangel an zu schlachtendem Vieh. Die Viehhöfe in der Region wurden von der Castillo-Regierung angewiesen, das Militär mit Proviant in Form von Rindfleisch zu versorgen. Dieser Proviant ist nötig, um die Truppen in ihren fortwährenden Kampf gegen Libertad zu unterstützen. Ein Regierungsvertreter gab eine Stellungnahme heraus, in der er der Öffentlichkeit zusichert, dass diese Umverteilung des Viehs zeitlich begrenzt ist und die gewohnten Abläufe in naher Zukunft wieder aufgenommen werden. Auf die Frage nach einem potenziellen Datum für die Wiedereröffnung der Fabrik verzichtete deren Besitzer Eduardo Weismann auf jeden Kommentar. Weil er es wahrscheinlich selber noch nicht weiß und wenn er was Falsches sagt, ist er tot. FND-Informationen zu Vorratslieferungen, na gut, das ist ja nicht so, dass wir das noch nicht kennen würden. Die Überüberwachung und trotzdem haben wir schon wieder gerade eine Vorratslieferung geholt. Da hilft auch die Überüberwachung nichts. So, dann in der Fleischfabrik direkt gucken wir uns dann auch mal um. Uiuiuiuiui. Ist das hier das Ersatzfleisch gewesen oder wie? Rinder gibt's keine mehr, jetzt müssen wir hier die Menschen in die Zwinger sperren oder wie sieht's aus? Eieieiei, natürlich Sklaven. Na gut, ich unterstelle denen viel, aber ich unterstelle ihnen jetzt mal nicht, dass sie zu Kannibalen geworden sind. Das ist vielleicht ein bisschen too much. So, nehmen wir mal hier alles mit. Das ist eh leer, da gibt's eh nichts zu holen. Ist doch ein bisschen größer, als ich gedacht habe, diese Verarbeitungsanlage hier, muss ich zugeben. So, da oben ist nichts, kein Kreis zu sehen, das heißt, da gibt's nichts zu holen. Da läuft der Strom durch. Was steht denn da eigentlich? Paria normas y regulaciones. Die Regeln und Regulatorien. Los nuevos parias deben presentarse an la oficina de tramitación. Also die neuen Neuankömmlinge, die neuen Parias, müssen sich erstmal anmelden. Mantenga consigo su documento de identidad en todo momento. Jeden Moment, also man muss zu jeder Zeit seine Dokumente bei sich halten, falls man kontrolliert werden sollte. No se permite la ropa de calle. Das weiß ich leider nicht, was das heißt. Vielleicht irgendjemanden anrufen, ist nicht erlaubt. El bano y el despioye seminal son obligatorios. Die WCs sind verpflichtend zu benutzen. Ich weiß nicht, vielleicht heißt das auch was anderes. Il respecto a los oficiales se castiga con la muerte. Okay, das ist klar. Castiga heißt es übrigens nicht castiga. Wenn man sich den Anweisungen der Soldaten widersetzen sollte, wird das mit dem Tode bestraft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier mal eine Fleischverarbeitung war. Guck mal, wie das aussieht. Das sind hier die Parias, die gehalten wurden. Hier ist nur noch Wäsche. Da ist auch einer drin. Zwei sogar. Eieieiei, das ist keine Fleischverarbeitung hier, das ist eine Menschenverarbeitung. Da sind die neuen Shirts, die neue Kleidung für die Neuankömmlinge. Da wurden schon die Fingerabdrücke abgenommen. Und überall in diesen Zwingern, möglicherweise früher mal für Hunde gedacht oder vielleicht auch für anderes Gevieh. Aber mittlerweile sind überall die Leute dort drin.
Offizieller Haftbefehl. Sie werden hiermit darüber in Kenntnis gesetzt, dass dem gesamten derzeitigen Personal des Schlachthauses illoyale Umtriebe und Zersetzungsversuche gegenüber der Regierung von Yara vorgeworfen werden. Leisten Sie keinen Widerstand und protestieren Sie auch sonst in keinerlei Form gegen die FND-Beamten. Die Angelegenheit ist beschlossene Sache. Alle verbleibenden Angestellten werden in die nächste Bio-Wiedereinrichtung verlegt, zwecks weiterer Behandlung und Aufnahme in das Paria-System. Und was haben wir hier? FND-Informationen zu den Vorratslieferungen mal wieder. Und die Kiste. Kann es vielleicht sein, dass das hier die Leute sind, die ursprünglich mal hier gearbeitet haben? Die Schlachter und Schlachterinnen? Oder Schlechter und Schlechterinnen? Und dass die dann einfach mal in dieses Ding hier reingepfercht wurde, weil die Leute nicht gewusst haben, die Soldaten nicht gewusst haben, was sie mit denen anfangen sollen, haben sie einfach gedacht, wir haben da draußen Zwinger stehen, dann setzen wir einfach mal die Leute rein und sind dann irgendwann mal gegangen. Da kugelt ja auch irgendwas vor sich hin. Und so wie es aussieht, auch die ein oder andere Leiche ist hier zu finden. Eieieiei. Ich kann mir gut vorstellen, dass all die Leute, die mal hier gearbeitet haben, entweder da auf diesem Haufen verbrannt wurden oder da hinten noch im Zwinger eingesperrt wurden. Und dann wurde darauf gewartet, bis sie verhungern. Mhm. Und da kann man mal wieder nur sagen, ist das wirklich der Weg zum Paradies? Kann das einer glauben? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein Paria-Lager, das sieht man. Man hat überall die Beschriftung hier und so weiter und so fort. Vielleicht so eine Art Hinrichtungsstätte hier. Alles ist möglich in diesem Land, in Yara. Und mit diesem Präsidenten, mit diesem Verrückten, natürlich auch. Und die Soldaten sind natürlich auch noch ziemlich verrückt, denn die machen das Ganze natürlich mit. So, gucken wir mal da drüben, ob wir da noch was mitnehmen können. Ich denke mal, das war's dann im Großen und Ganzen. Ja, da ist noch ein bisschen was. Guck mal. So, hier ist nichts in den Waggons, die sind leer. Das sind wahrscheinlich auch noch die Überbleibsel von damals, wo hier wirklich ein Tierhandel betrieben wurde, wo die Tiere hier angekommen sind. Da kam der Zug an, da sind die Tiere angekommen, hinein ins Schlachthaus und dort dann weiterverarbeitet. Sieht zwar ziemlich arg aus, aber so ist es halt nämlich. Aber wie die hier rübergekommen sind, ist mir ein Rätsel. Da fällt ja die Hälfte durch. Wenn so ein kleines Ferkel kommt, gut, das wird jetzt doch nicht geschlachtet werden, aber ein Schwein fällt ja hier auch durch. Da fallen wir ja bald durch. Hm. Also eine sehr mysteriöse Schlachtanlage hier auf jeden Fall. Eine sehr mysteriöse Fleischfabrik. Da hinten wird schon wieder rumgeballert. Irgendwer zündet Molotow-Cocktails. Na, herzlichen Glückwunsch. Na gut, Freunde. Ich würde mal sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Runde hier bei Let's Play Far Cry Nummer 6. Und da folgen wir gleich mal diesen Bahngleisen. Wir fahren von der Fleischfabrik hinaus Richtung hier vorne beim Flughafen vorbei. Und bei der nächsten Kreuzung biegen wir dann mal nach rechts ab, holen uns mal diesen Teil hier. Und dann geht's weiter bei der Intervention. Und dort werden wir dann hoffentlich fündig nach Bichu und möglicherweise auch nach Bambi. Mal schauen. Danke dir auf jeden Fall fürs Zusehen von dieser Runde hier. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Far Cry Nummer 6. Bis dahin, tschüss!